Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Wir sind im Vavilov-Komplex in den Büros. Ich hoffe, dass unser richtiger Speicherstand, ich gehe mal davon aus, irgendwie gibt es nur einen. Also es gibt anscheinend auch kein automatisches Speichern, ist alles selber. Zumindest stand es nicht mit dabei. Achso, weiter. So, hier sind wir schon. Das ist unsere Axt. So. Oh, was haben wir hier? Kennen wir das schon? Nee, oder? Kommt mir so unbekannt vor. Oh oh. War das Überrollen jetzt zensiert? Auf. Oh. Ist das schon wieder so schnell? So. Von hier kommen wir. Hier waren wir. Waren wir hier schon? Nee, waren wir gar nicht. Hä, hier ist auch ein weißer Fernseher. Ich weiß nicht, ob die hier Büroarbeit gemacht haben. Kann das sein, dass die hier einfach nur Fernsehen geguckt haben die ganze Zeit? Kaffee getrunken und Fernsehen geguckt. Oh, oh, ich fühle mich verfolgt. Tu mir nix. Ich möchte nicht zur Nora zurück. Ich weiß auch nicht, sie macht mich sehr unbehaglich. Eigentlich müssen wir sie auch wieder zuschieben. Oh, das sieht so offiziell aus. Kann ich es lesen? Kennen wir das schon? Scrazy Music, Sir. Das sind richtige Fotos, gell? Hm? Hier am Radio rum. So. Verzeihung. Das war. Wo ist jetzt die Pflanze hin? Nehme ich halt die hier mit. Die kommt jetzt in unser neues Büro. Das ist hier. So. Okay, da lang. Da kommen wir her. Was ist denn nach oben? Da
Da müssen wir eigentlich rein. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Kampfschock. Setze Schock gegen Gegner ein, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Oh. Und SIN 22 erhalten haben, müssen sich diese Woche bei der Sozialkontrolle melden. Gucken da gleich mal. Hä, was ist denn mit dem los? Du machst mir Angst. Können wir hier die Tür nicht wieder zumachen? Danke. Ich fühle mich weitaus sicherer jetzt. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Victor, mein Schatz, ich habe dich so vermisst. Liebling, du hier? Wie wundervoll. Aber wie bist du hineingekommen? Ich habe die Papiere von jemandem genommen und mich als einer der Doktoren ausgegeben. Ist ja auch egal. Hauptsache, dass ich hier bin. Und ich habe die Ausrüstung gebracht, die du wolltest. Die Stimme kenne ich doch. Wo habe ich die schon mal gehört? Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe, Schatz, aber Setchinov ist zu weit gegangen. Ich habe mit Stockhausen gesprochen. Er ist schließlich mein Freund. Ich dachte, er würde mir helfen, diesen Irrsinn zu beenden, aber das Arschloch gibt mir die Schuld. Also hat Setchinov mich hier reingeworfen. Das spielt keine Rolle mehr. Ich hole dich da raus. Sag mir, was ich tun soll. Du musst für eine winzige Störung in Kollektiv sorgen. Nur ein paar kleine Softwareprobleme. Gleichgesinnte Kollegen in anderen Komplexen warten nur auf mein Signal. Wir werden alle Anlagen auf einmal sabotieren. Dann sieht die Welt endlich, was die Kreml-Diktatur vorhat. Und dann? Setchinov wird nie aufhören, nach uns zu suchen. Wir fliehen aus dem Land, laufen in die USA über und leben den Rest unseres Lebens im Luxus. Wenn wir Setchinov erst entlarvt haben, kann er uns nichts mehr anhaben. Aber dazu brauche ich den Zugriff aufs gesamte Netz. Gut, ich verbinde deine Ausrüstung mit dem Hauptserver. Und dann? Okay, ging jetzt die Tür auf? Ich hoffe nicht. Die haben es also gemacht. Was mal hier? Todesschleife, ein Drama in 8 Teilen. Okay, was mal hier? Friedliebendes Washington. Genossen, befolgt euren Schichtplan genau. Eine zusätzliche Minute Mittagspause ist eine Minute, die ihr dem Volk steht. Genosse, wer braucht schon Papier und Stift? Schibeta. Nimm einfach auf, was jemand spricht. Herz des Roboters, ein friedliches Atom. Schluss mit Ablehnung, Leute. Holt euch eure Polymer noch heute. Bekommt Bewährung und wagt einen Neuanfang. Das kennen wir auch schon, oder? Ich habe den Wagen ohne Vorräte oder Blöcke geladen und nicht festgebunden. Wahrscheinlich die Anlage hier. Gut. Schauen wir mal. Was machen wir hier? Befehl des Sicherheitsleiters. Datum 11. Mai 1955. Von W. Nyutschow, Leiter des Sicherheitsdienstes, an J. Mushtarev, stellvertretender Leiter des Sicherheitsdienstes. Streng geheim. Befehl des Sicherheitsleiters des Wawilow-Komplexes. Verstärkte Überwachung der Gefangenen im Wawilow-Komplex. Befehl. Verstärke die Überwachung des Gefangenen S230385, Viktor Petrov. Lass ihn genau beobachten, rund um die Uhr, weise ihm während seiner Arbeitsschicht keine Aufgaben zu, für die er das Archiv oder die Kältewerkstatt verlassen müsste. Überwachungsbericht. 5. Juni 1955 von W. Nyutschow, Leiter des Sicherheitsdienstes des Wawilow-Komplexes, an S. Wawilow, Leiter des Wawilow-Komplexes. Streng geheim. Dringend. Es wurde soeben eine polymetrisch verschlüsselte Nachricht entdeckt, die an von W. Petrov genutzte Terminals verschickt wurde. Bisher konnten weder Text noch Daten entschlüsselt werden. Es wurden jedoch die Absender identifiziert. A. Romaschkow, leitender Ingenieur des Ramenki-P-Komplexes, und W. Wischegorodzki, hochrangiger Ingenieur im Neue-Erde-Komplex. Auch ein gewisser N. Somin wird erwähnt, wobei dessen Identität bislang nicht geklärt werden konnte.
Es könne sich bei diesen Personen um Pedrovs Mitverschwörer und Saboteure handeln. Informiere unverzüglich den Sicherheitsdienst sowie Genosse Setschinow persönlich. Eine Sabotage zu diesem Zeitpunkt wäre nicht nur inakzeptabel, sondern könne sich auch als katastrophal erweisen. Okay, was haben wir hier? Zensur. Genug ist genug. Datum 9. Mai 1955 von N. Ivanov, Labordozent, an W. Woswilow, Senior Aushilfsarbeiter, Niedrig-Schwerkraft-Saatgut-Sortierung. Also dieses Wort beim Galgenmenschen, da bist du der King, ey. Diese Nachricht wurde zur Sicherheitsstation umgeleitet, da sich vom Zensurfilter markierte Wörter enthält. Die stellen meine Experimente zur Veränderung der Struktur von Cannabis einfach ein. Ich habe versucht zu erklären, dass ich nur taue, robuste Stoffe und ähnliches entwickeln will. Aber dann hat sich vorgestern einer deiner Gepäckträger einige experimentelle Pflanzen gepflückt und ist dem Geröchel von der Krankenstation nach wohl immer noch berauscht. Wir müssen das Projekt wohl einstellen. PS, wenn du den Gebrüdern Klimov von der Akademie den Rest verkaufst, dann gib mir ein paar Rubel ab, damit ich mich nicht wie ein Idiot fühle. Das letzte Mal. 7. April 1955. Von E. Malakova, Gentechnikerin, an A. Uvarov, Sekretär. Diese Nachricht wurde zur Sicherheitsstation umgeleitet, da sie vom Zensurfilter markierte Wörter enthält. Ich bin nicht hergekommen, Biologie zu unterrichten, sondern um eine Abteilung zu leiten. Bitte mach all diesen Eroberern neuer Pflanzen unmissverständlich klar, dass tropische Pflanzen niemals für das Terraforming nötige Menge an Sauerstoff erzeugen können. Ganz gleich, was wir mit ihnen tun. Ja, äquatoriale Wälder sind die größten Sauerstoffproduzenten des Planeten. Sie sind aber auch die größten Sauerstoffverbraucher. Können sie ein Gleichgewicht wahren? Gewiss. Können sie ein neues System erzeugen? Unmöglich. Was man wirklich braucht, ist Phytoplankton. Überraschung, Phytoplankton ist der wichtigste Produzent von Sauerstoff auf der Erde. Aber das wüssten diese Burschen, wenn sie im Biologieunterricht nicht in Tagträumen von den Sternen festgehangen wären. Polymere in Tieren. Diese Nachricht wurde zur Sicherheitsstation umgeleitet, da sie vom Zensurfilter markierte Wörter enthält. Datum 21. Mai 1955. Von S. Süsojew, Forschungsassistent, an P. Worobjowa, Spezialistin in der Abteilung für genetische Modellierung. Polina, ich möchte ein inoffizielles Experiment durchführen. In den Tieren, die aus Pavlov kommen, Neuropolymere für Impfstoffe züchten. Das ist natürlich nicht unser Fachgebiet, aber ich bin sehr neugierig, was wir erreichen können, wenn wir mithilfe des neuronalen Netzwerks analysieren, wie die Tiere Futter finden. Vielleicht erhalten wir interessante Daten, durch die wir Tierfutter entwickeln können, das Schweine und Kühe stärker anspricht. Ich beschränke das Experiment vorerst auf eine einzige Kuh, ein Schwein und ein Huhn. Dann sehen wir weiter. Ist es etwa von der Oma Sina? Habe ich da die Dinger geklaut? So. Sind wir hier? Sieh hin, es wird Zeit. Oh, hier ist aber viel los. Oh, ich habe mich hingesetzt. Au, er hat mich hingesetzt. Wo ist er? Wo bin ich? Also. Waren hier nicht fünf?
Hier war mal drin. Oh! Wir haben da echt einen umgebracht? Wie haben wir den umgebracht? Aus, was ist denn hin? Jetzt so. Eine Ballstation? Der Gedanke, ab dem 13. Juli in allen Polymerisationszentren erhältlich. Och, wie süß. Was ist das? Seilbahn. Aha. Ja, dürfen wir mit der Seilbahn fahren? So, wir müssen gleich mit der Seilbahn wir fahren. Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Wawilow geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir mit dieser Seilbahn. So. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das war nur. Ich dachte, wir sollen in die Seilbahn einsteigen. Prima. Ich darf nicht in die Seilbahn einsteigen. Ich bin sehr traurig. Oh Gott. Was ist denn hier los? Irgendwie Amok, oder? Weh. Lauf am besten hier lang. Ein bisschen gefährlich da drüben. Durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Ja, wir gehen gleich dahin. Ich will nur darüber irgendwie. Das. Kann ich irgendwas finden? Da. Nein, ich brauche dies leider nicht. Tauche mit O. Okay. Hilfe.
Wo ist das? Lies das. Kann ich es irgendwie kaputt machen? Macht es mich kaputt? Lies das. Das ist nur Deko scheinbar. Kann ich einfach irgendwo raus? Nee. Wieso hörst du das an wie Wahl? Erneut hoch, um die Linie zu reaktivieren. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ach was. So, was will denn er uns sagen? Komplexes Chelomei, Teil von Anlage 3826. Dieses technologische Wunder ist momentan das einzige seiner Art. Doch in 7 oder 8 Jahren möchte die UdSSR diese unglaublichen Mechanismen in Masse produzieren. Icarus-Plattformen aneinander gekoppelt bilden eine vollständige fliegende Stadt mit Gewerbe, Wohn- und sogar landwirtschaftlichen Flächen. Eine solche Stadt ist nicht gebunden an Wetter. Über der Küste schweben und morgen ein Bergpanorama genießen. Die erste Stadt in den Wolken wird Moskau 2 sein. Die neue Hauptstadt unserer Sowjetunion wird schon in 10 Jahren über uns schweben. Genossen, ihr werdet Zeugen einer glorreichen neuen Ära der sowjetischen Stadtplanung. Dies ist Icarus, die weltweit erste autonome Flugstadtbasis. Diese vor allem, wie einfach der Unterschied da unten ist. So. Ist da irgendwas? Ach, wir müssen da sogar hin? Nö, kein Bock. Wir bleiben hier. Ich möchte gerne eine Fahrkarte kaufen. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Ich brauche mindestens 1 Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Stationsvorsteher. So ein Witz. Was war das? Ohne Schaltplan läuft die nicht! Steckt fest! Ohne Plan geht nichts voran! Oh, Scheiße, der lebt noch! Schaltplan! Brauchst du einen Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht! Nein! Ohne Schaltplan geht gar nichts! Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Na super, und wo jetzt der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen, wo ist er? Und wo ist jetzt dein Schaltplan? Ach, du Scheiße, eine sprechende Leiche. Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen, wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Er starb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Bist du sicher, dass der Stationsvorsteher ihn bei sich hat? Nimmt er ihn über alle hin? Mit. Ich muss den Stationsvorsteher finden. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo ich anfangen soll. Bist du sicher, dass der Stationsvorsteher ihn bei sich hat? Nimmt er ihn überall hin mit? Er trägt ihn bei sich, der Stationsvorsteher. Finde ihn, hol den Schaltplan. Alles klar, ich suche ihn. Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Ohne
Der Schaltplan läuft nicht. Eine sprechende Leiche. Ohne Plan geht nichts voran. Oh, ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Wir gucken erstmal hier hoch. Hä? Das hier sieht aus, als ob den jemand in der Hand hat, dieser Schatten. So, hier haben wir schon mal leider nichts. Ach ja, wir müssen da dann weiterfahren. Alles klar, alles klar. Genossen. Der Schaltplan, Genossen. Ihr alles klar. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.